Das lief der Hacker. Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, sondern zu einer weiteren kleinen Folge Minecraft. Wir spielen eine Runde Bed Wars 1 vs. 1, heute mal leider ganz alleine. Ich fastbridge jetzt mal ganz kurz. Ich bin noch nicht eingespielt, deswegen verzeiht, wenn ich jetzt auch vielleicht runterfliege. Ich hoffe, dass ich das jetzt heute halbwegs hinkriege mit Sprechen und Fastbridgen gleichzeitig, weil das ist ja bei mir immer so ein bisschen problematisch. Ich weiß, ihr habt, oder das Feedback unter dem letzten Bed Wars war ziemlich geil. Da habe ich mir gedacht, ja, machen wir nochmal eins. Das hat jetzt eine Weile gedauert, weil, ja, ich hatte mit Zeitex auch mal versucht, was aufzunehmen, aber da kam die ganze Zeit nur Müll raus. Aber deswegen hoffe ich, dass das jetzt hier halbwegs vernünftig klappt. Ja, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben einen Camper gegen uns, weil wir spielen auf modern. Und da ist das immer so Sache. Na, der campt. Der wird sich jetzt am Bogen erkämpfen und dann so ein halbes Jahrhundert warten. Ah. Geil, Leute. Geil. Aus diesem Grund liebe ich modern. Ich würde das echt gerne mal so einführen, dass man zum Beispiel dann, ja, mindestens, also irgendwas Spezielles aus der Mitte braucht, um überhaupt, sage ich mal, da was bekommen zu können, weil es ist jetzt, guckt euch das mal an, das ist doch traurig, oder? So, ich kann mir jetzt aber eine Enderperle kaufen, was ich auch machen werde, weil er mich ansonsten einfach runterschießen würde. Noch ein paar Blöcke und dann gehe ich mit dieser Rüstung in die Mitte, weil ich dann mir noch einen guten Rest zulegen werde. Ich werde mich da jetzt auch nicht rüberbauen oder so. Ich weiß, es könnte bei dem sogar relativ gut funktionieren, wenn ich mich da hinfastbridge oder so. Aber da der einen Bogen hatte, wird er mich die gesamte Zeit abschießen. Aber wir haben jetzt gutes Equip. Ich kann mir jetzt ein gutes Schwert holen. Noch ein paar Blöcke. Richtig nice. So, er hat natürlich jetzt wahrscheinlich auch schon relativ gutes Equip, weil ich noch 500 für die Dings drauflegen musste. So, ich esse noch kurz was. Ich könnte natürlich dann auch noch dies und das holen, aber egal. So, ich werfe mich da jetzt mal hin, wenn die zu kurz kommt. Ihr habt gerade gesehen, wie man effizient 500 Coins verhauen kann. Ich werde mich diesmal ein bisschen hinbauen, dass wir das auch locker schaffen, weil er wird mich jetzt gleich mit seinem scheiß Bogen nerven. So, jetzt sollte ich das ziemlich easy schaffen. Wenn nicht, dann lache ich. Okay, gut, ich habe es geschafft. Und jetzt kann ich ihn hier oben auch. Oh nein. Als ob du so ein scheiß Camper wärst. Ey. Komm her. So. Meine Fresse, das ist das schlimm mit solchen Leuten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der zweiten Runde wieder. Wir spielen jetzt auf der zweiten Map und zwar diesmal auf der Map Chicken. Diesmal haben wir es sogar geschafft. Klassik wurde ausgelost. Zum Glück. Letztes Mal war es ja nicht so. Aber auch nicht so wild. Bauen wir uns hier rüber. Auf dieser Map, wie gesagt, habe ich ja sogar meinen Rekord aufgestellt. Mit Let's Favo zusammen. Nice, da sind wir auch schon drüben. Ich werde das Gold jetzt hier mal hinwerfen. Ich komme zwar nicht mehr weit, aber ein bisschen komme ich noch. Okay, ja, GG auf jeden Fall. Ich renne jetzt erstmal sofort und hole mir die Blöcke. Und dann würde ich sagen, nerven wir ihn doch mal damit ein kleines bisschen. Zack, zack, zack. Da haben wir 8 Gold. Nein, ich werde jetzt nicht fastbridgen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Weil ich jetzt keinen Bock habe, runterzufliegen. Wir nerven ihn mal kurz ein bisschen. So, wozu haben wir den denn? Ah, noch einen? Jetzt, okay. Gut, jetzt haben wir jetzt fast will ich auch mal rüber. Jo, und zwar genau aus diesem Grund. Alles klar, ich bugge hier fest. Alles klar. Hä? So. Willst du mich verarschen? So, okay, jetzt bin ich wenigstens hier durch. Jetzt muss ich mich nur hier so ganz langsam darunter kämpfen. Ja, geil, jetzt sterbe ich hier langsam. Wegen dieser Scheiße, ey. Och, Mann. Wie ich es liebe, wenn man wegen irgendeinem scheiß Bug stirbt oder so. Jetzt. Ah, das
regt mich einfach so extrem. Oh mein Gott, ich bin null eingespielt. Ich spiele heute so schlecht. Aber mein Gegner spielt wahrscheinlich schlechter. Und dass ich dann wegen so einem hässlichen Bug sterbe. Okay, kann man nichts für. Mein Gegner scheint im Tiefschlaf zu sein. Das hat sich ziemlich geil hier alles schön mit Endstein zugebaut. Oh Mann, ey. Als ob ich das jetzt nicht zubauen könnte. So. Sollte ich schaffen. Sorry für diese extrem schlechten Runden. Heute, ich bin einfach gerade null eingespielt. So, jetzt geht's auch schneller. Zack. Zack, und da haben wir ihn. Zack. GG, bis gleich. Jetzt spielen wir eine Runde auf der Map Roma. Und auch in Klassik wieder mal wieder Glück gehabt. Der Gegner hat wieder für modern abgestimmt. Ich mag's gar nicht. Wie gesagt, wegen den Campern. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt ganz kurz. Ne, die Blöcke reichen leider nicht. Zack, 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 zack. Und da waren die Blöcke leer. Einen Stack Blöcke. Und oh, der ist gut. Oder? Fast putscht der? Ich weiß es nicht. Zack, 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 zack. Das Nervige ist gerade, backt doch der Sound. Und man orientiert sich auch immer so ein bisschen an dem Sound. Okay, dafür ist ein Bit down. Alles klar, du hast eine Menge ausgehalten, muss ich sagen. GG auf jeden Fall. Problem ist jetzt nur, dass... Lief der? Hacker. Töte mich mal kurz. Los, komm, töte mich. Ich will mir auch gerne schreiben. Geht's auch schon los? Na du? Ah, hör doch damit auf. Das bringt doch nichts. Upsala. Problem ist, er hat jetzt Sachen. Das heißt, ich muss mich ziemlich beeilen. Er ist gerade am Shoppen und jetzt habe ich ihn, ja. Na komm, 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 komm. Ja, nice. GG auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt die Bewertung zwar nicht sehen und das haben wir nämlich ausgeschaltet, da es uns ein wenig genervt hat, dass ein paar Leute ja immer wieder Dislikes gegeben haben. Komplett grundlos unserer Meinung nach. Ich sag mal, wenn ihr Kritik habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind immer bereit, etwas zu ändern, wenn es euch nicht gefällt. Aber dann gebt nicht einfach grundlos ein Dislike. Das würde uns sehr freuen. Darüber freuen wir uns dann auch, wenn es gute Kritik ist. Aber ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal und ciao.